Yo Leute, ich bin Gamoxon und ich möchte euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr ohne einen Bot in Discord eine Bewerbung schreiben könnt. So, wir haben hierzu auf Google des Docs Forms Anträge offen. Kann man hier Formulare ausfüllen. Ihr könnt entweder ein neues Formular erstellen oder eine Vorlage auswählen. Die wären zum Beispiel hier eine normale Bewerbung oder Kontaktdaten, wobei ihr das dann noch ein bisschen umändern müsst, weil das eher für formale Dinge gedacht sind. Ich nehme allerdings jetzt heute mal ein leeres Formular, nur zum Zeigen, und benenne das jetzt mal schnell Bewerbung. So. Formular beschreiben, könnt ihr noch was reinschreiben, was das ist. Das ist eine Bewerbung zum Moderator, meinetwegen. Und dann könnt ihr hier auch schon anfangen, eure Fragen zu stellen. Hier kann man dann eine Multiple-Choice-Frage wählen. Das ist also eine Mehrfachwahlfrage. Ich benutze allerdings immer zuallererst eine Kurzfrage, damit man einfach den Namen der Person weiß. Da kann man auch schön fragen, wie heißt du? Und dann schreibt die Person hier unten drunter in die Kurzantwort ihren Namen. Hier kann man auch noch hingehen und sagen, ich hätte das gerne als Pflichtfrage, sodass die Person das beantworten muss und vorher ihre Bewerbung nicht abschicken kann. Hier kann man dann noch ein Bild hinzufügen, zum Beispiel kann man jetzt mal nach Name suchen und dann kriegt man zum Beispiel solche Bilder vorgeschlagen, die eigentlich nichts mit Namen zu tun haben. Okay, wir nehmen das jetzt mal. Wir nehmen wirklich einfach mal dieses Viech und setzen es hier rein. So, hat man hier ein Bild, wenn man das braucht. Ich brauche das zumindest nicht. Dann könnt ihr hier weitermachen und eine weitere Frage in diesem Kästchen auswählen. Gibt es eine Kurzantwort, Absatz, Multiple Choice, Kästchen, Dropdown. Kann man dann hier was runterdrücken. Ich benutze meistens eine Kurzantwort und Absatz für die gröberen Fragen, wie zum Beispiel erzähl was über dich, damit man über die Person ein paar Informationen hat. Oder was ich auch manchmal benutze, ist ein Datum setzen, damit ich weiß, wie lange ist es diese Person eigentlich auf meinem Server. Damit da nicht eine Person, die jetzt gerade gejoint ist, einen Supporter oder Moderatorenrolle von mir bekommt. Das wäre nö. Das mache ich auch gerne, können wir jetzt auch mal machen. Seit wann bist du hier, kann man schreiben, und dann kann man das auch noch als Pflichtfrage markieren und kann die Person hier per Kalender dann den Tag und die Woche und sonst was ausfüllen und dann kann die das abschicken zum Beispiel. Nehmen wir mal an, das ist jetzt bis auf diesen größeren Absatz jetzt fertig. Dann kannst du hier noch weitere Dinge vornehmen, wie zum Beispiel einfach nur einen Titel hinschreiben. Kannst du einfach einen Titel hinschreiben, das kommt meistens dann nach oben. Das kannst du dann mit dieser Möglichkeit machen, hier mit diesen 6 Punkten kannst du das ganz nach oben ziehen. Ich lösche es wieder, weil ich brauch's nicht. Und dann kannst du hier in dieser Bewerbung eigentlich abschließen und einfach nur das Design und das Aussehen ändern. Ich ändere die Farbe jetzt mal hier im Hintergrund ein bisschen und den oberen Bereich kann man ändern. Ich kann auch noch ein Bild hinzufügen. Nehmen wir mal das hier. Das kommt dann ganz oben hin. Das ist dann einfach nur ein bisschen Aussehen. Ihr seht, die Farbe hat sich auch geändert. Kann man hier das im Hintergrund ändern. Hier kann man die Farben in den Rändern ändern und zum Bild anpassen und dann könnt ihr hier noch anschauen,
wie sieht das jemand anderes, wenn der hier reinjoint? Dann kannst du hier auf Senden klicken, dann wird angezeigt, beantworte das erstmal, weil das ist Pflicht. Das ist nämlich das Tolle daran, du musst es dann beantworten oder du brichst die Bewerbung ab. Da kann also keiner drum herum kommen. Was weiteres Praktisches ist, hier kannst du dann später sehen, wie viele Antworten es sind, kannst die Statistiken einsehen und gucken, wer passt für dich, wer passt für dich nicht. Hier kannst du auch die Möglichkeit aktivieren und deaktivieren, irgendwelche Bewerbungen zu schicken und anzunehmen. Und hier kannst du nochmal kleinere Feinarbeiten machen, wie du kannst zum Quiz umbearbeiten, du kannst die Antworten erfassen und darauf auch wieder verwalten und antworten. Und als letztes müssen wir dann hier oben auf Senden klicken. Hier nehmen wir dann unseren Link, den verkürzen wir mal schnell und fügen ihn dann hier in Discord ein. Das machen wir mal in meinem Testserver. Hier habe ich auch schon andere Bewerbungen eingefügt. So, und dann ist die Bewerbung da. Dann kann man hier draufklicken. Und jetzt komme ich auch in dieses Bewerbungsfenster. Dann muss ich hier erst einmal meine Antwort eingeben. Ich heiße Gamoxon. Ich bin seit, nehmen wir mal irgendwas, können wir hier, man kann auch hier gucken, Oktober. Ich bin seit 2025 drauf und der 30. bin ich dann, ne? So, und ich bin YouTuber. So, gut, eigentlich sollte man ein bisschen mehr über sich erzählen, aber damit ich das jetzt einfach mal hier so schnell absenden kann, zack, abgesendet. Ich kann hier eine weitere Antwort senden, was aber nicht viel bringt, weil das würden nur die Moderatoren verwirren. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie die Person hier geantwortet hat. Wie heißt du? Ja, okay, ich bin seit dem 30. November 2025 auf diesem Server. Wow. Und ich bin YouTuber. Okay, dann antworten nicht mehr möglich. Dann kann ich nichts mehr antworten. Aber gut, Leute, an dieser Stelle würde ich jetzt auch gerne dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, lasst ein Like da. Schaut auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.